Ab wann ist ein Manga ein Klassiker? Diese Frage hat nicht nur Daniel Eichinger mir gestellt, der im September seinen eigenen Manga Yomantore bei Egmont rausbringt. Und nein, das ist keine Werbung, sondern das ist einfach so, dass das eine lustige Koinzidenz ist. Und ich die Frage von jemandem, der selbst seinen eigenen richtigen ersten großen Manga rausbringt, sehr spannend finde. Nein, die Frage haben ja auch sehr viele von euch gestellt. Und das Ding ist, ich will einfach direkt zum Punkt kommen. Es ist sehr, sehr schwierig, obwohl es sehr, sehr einfach ist. Es gibt offizielle Definitionen, ab wann etwas ein Klassiker ist. Ab wann ist ein Kunstwerk ein Klassiker? Und es gibt dann natürlich immer, wie bei allem im Leben, eine gewisse Subjektivität, die mit reinspielt. Ich habe hier einige Manga vorbereitet, die ich euch gleich mal zeige, von denen Leute sagen würden, das sind Klassiker. Von denen Leute sagen würden, das sind safe Klassiker. Da müssen wir gar nicht denyen, da müssen wir nicht diskutieren. Oru, wenn du das reinhältst, ich werde sagen, es ist ein Klassiker. Und wenn du bei einem dieser Mangas diskutieren willst und sagen willst, das ist kein Klassiker, dann ist dieses Video vielleicht ganz spannend für dich oder... Du solltest einfach verschwinden, weil das sind alles Klassiker, meine Güte. Das ist objektiv ein Fuck. Spaß beiseite. Bevor es aber jetzt endgültig in das Video reingeht, zwei kleine Sachen noch. Erstens, abonnier den Kanal. Du willst ja Videos wie dieses in Zukunft nicht verpassen. Ich meine, ganz ehrlich, du willst doch cool sein. Du willst doch eine Chance haben bei den Mädchen. Und das geht nur, wenn du sagst, hey, ich habe Oro abonniert, bevor er 10.000 Abonnenten hatte. Und check meinen Podcast Weepster aus mit Ontan. Link ist in der Bio. Ist auch immer super nice. Kommt jeden Sonntag 18 ohne Folge. Jetzt geht's aber los. Und ich dachte mir, wir fangen das Ganze mal an mit der offiziellen Definition aus unserem Homie Wikipedia. Aus unserem Homie Wikipedia? Von unserem Homie Wikipedia. Ab wann etwas ein Klassiker ist. Dann habe ich noch was anderes rausgesucht und dann gehen wir mal in die Diskussion und schauen, kann man das so einfach sagen oder wo sind vielleicht die Grauzonen? Klassiker sind klassische Werke, Autoren, Topoi oder Produkte. Als klassisch im allgemeinsprachlichen Sinne wird etwas bezeichnet, das typische Merkmale in einer als allgemeingültigen akzeptierten Reinform in sich vereint und mithin als Form vollendet und harmonisch gilt. Ja, guck mal, das Problem mit dieser Definition ist, wenn es gemeinhin als formvollendet und harmonisch gilt. Ist das nicht wieder ein kompletter Widerspruch zur Objektivität, weil das eine komplette Subjektivität verlangt? Für dich ist doch vielleicht ein ganz anderer Manga harmonisch als für mich. Für dich ist doch vielleicht ein ganz anderer Manga formvollendet als für mich. Das Ding ist ja, es gibt Leute, die zum Beispiel sagen, alles, was ein offenes Ende hat, ist nicht formvollendet. Sind dann alle Sachen mit offenem Ende zwangsweise keine Klassiker mehr? Das ist ja schon wieder eine Sache, da habe ich vor dem Video gar nicht drüber nachgedacht, das ist ja schon wieder spannend. Aber hier steht ja auch gleichzeitig drin, wenn es allgemeingültig so ist. Also ich würde sagen, wenn 51% der Menschheit sagt, es ist formvollendet, ist es ein Klassiker? Interessant, das wäre dann die Democracy. Aber ich habe noch etwas Interessantes rausgesucht, das gucken wir uns mal kurz an. Okay, hier diese Website sagt zum Beispiel, und das ist ganz interessant, dass eine Manga-Serie sich dann als Klassiker definiert, wenn selbst nach 30 Jahren sich nichts an der Popularität so wirklich verändert hat, die Charaktere sofort wiedererkennbar sind. Das heißt, du wirst auch jetzt wissen, Pikachu ist Pikachu, genauso wie du es vor 30 Jahren gewusst hast und genauso wie du es in 30 Jahren wissen wirst. Und wenn selbst Leute, die sich gar nicht für Manga oder Anime interessieren, erkennen, was das ist oder dass das ein Manga ist, der da und dahin gehört oder sowas sagen wie, ach ja, das habe ich da schon mal gehört. Das soll ein Klassiker laut dieser Website hier definieren, deren Namen ich vergessen habe, weil ich sie einfach nur gescreenshottet habe, aber ich blende euch den Screenshot hier ein. Dann sagen die noch, Langlebigkeit ist ein Faktor, ne? Ein Klassiker muss den Druck der Zeit standhalten und muss heute noch genauso gut sein wie vor 30, 40 Jahren. Und da bin ich tatsächlich dabei. Und jetzt gucken wir mal, was ich hier alles habe. Und wir gucken mal, ob du vor deinem Rechner sagst, hey Oru, das sind wirklich Klassiker. Und dann gucken wir vor allem, was haben all diese Werke gemeinsam und versuchen dann ein bisschen den Schlüssel zu der Antwort zu finden, was macht denn ein Klassiker aus, ne? Wir fangen einfach oben an. Neon Genesis Evangelion, ne? Meinetwegen können wir auch den Anime nehmen, wir müssen nicht den Manga nehmen. Es ist einfach nur repräsentativ, um das reinzuhalten. Viele würden sagen, ist ein Klassiker, hat sein Genre geprägt, hat vor allem im Anime-Bereich sein Genre geprägt, war der erste richtig, richtig krass erfolgreiche Anime. Und das Ding ist, viele sagen auch, dass das Ding hier dafür verantwortlich ist, dass Anime überhaupt im Westen Popularität gewonnen hat. Was crazy ist, weil ich hätte die Sache eher so Dragon Ball oder so angezogen, aber viele sagen tatsächlich, Neon Genesis Evangelion war der Grundstein für einen riesigen Erfolg, vor allem im Westen, weil die ganzen düsteren Züge es hat, dieses ganze Setting mit den Gundams und so, das war halt dann ansprechend für junge Erwachsene und nicht nur für Kinder und hat hier wirklich einen Grundstein gelegt. Also würde prinzipiell jeder sagen, es ist ein Klassiker. Legen wir es zur Seite. Dann habe ich hier natürlich Dragon Ball. Wer würde Dragon Ball sein Klassiker denyen und warum hat Dragon Ball einen Klassikerstatus? Weil wir in so vielen heutigen und damaligen Werken, die wir vielleicht selbst als Klassiker sehen, beispielsweise One Piece, einfach Inspiration aus Dragon Ball sehen. Jeder, der Big Three Mangaka hat gesagt, Akira Toriyama ist eine große Inspiration. Selbst heutige Shonen Mangaka sagen immer noch, das ist unübertroffen. Und auch One Piece
ist ein Klassiker wahrscheinlich, einfach aufgrund der Popularität. Es hat es geschafft, als am längsten laufende Manga-Serie über 100 Bände auch noch gleichzeitig die populärste zu werden. Das wird wahrscheinlich kein anderer Manga mehr erreichen, weil ich glaube, wir werden keine Manga mehr haben, die jetzt anfangen und irgendwann 100 Bände knacken werden. Das wird nicht mehr passieren. Es wird jetzt kein Manga mehr launchen, der irgendwann mal 100 Bände haben wird. Glaube ich nicht. Jetzt könnte man mit anderen reinkommen, die aktuell immer noch 100 Bände haben, wie Detektiv Conan, aber die sind einfach, auch wenn sehr populär, nicht an die Popularität von One Piece rangekommen. Das hier hat viel, viel verändert auf Basis von dem hier. Und ich finde das ganz spannend, wenn wir jetzt einfach mal jeden Manga, der hier liegt, durchgehen und ergründen, warum ist es ein Klassiker, und am Ende müssten wir ja dann eigentlich eine Antwort drauf haben, ab wann ist ein Manga ein Klassiker, oder? Das ist vielleicht spannend. Also, Dragon Ball ist ein Klassiker, weil es so viel beeinflusst hat, dass es sogar andere Klassiker, die sehr, sehr lang gehen, die immer noch heute Leute mitnehmen. Jeder hat mal was von One Piece gehört, selbst wenn er außerhalb von Animanga ist, und es ist einfach der meistverkaufte Manga, glaube ich sogar der Welt, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Selbst dieser Klassiker wurde von diesem Klassiker inspiriert, und dieser Klassiker hat wieder ganz viel andere heute erschienene Werke inspiriert. Das muss ich euch ja nicht erklären. Deswegen auch One Piece, würde jeder wahrscheinlich sagen, ist ein Klassiker. Wie sieht es denn mit Naruto und Bleach aus? Ne? Ist ja auch wieder schwierig. Wir haben die Big Three, die sind definiert als die drei Top-Shonen-Titel, die zu diesem Zeitpunkt gelaufen sind und rausgekommen sind. Gut, jetzt ist die Frage halt, inwiefern sind Naruto und Bleach für euch Klassiker? Wir haben da draußen Naruto-Fans und Bleach-Fans, die sagen werden, das sind Klassiker. Und selbst ich kann sagen, Naruto ist bestimmt ein Klassiker. Aber woran mache ich das denn fest? Hat Naruto maßgeblich das Genre geprägt? Hat das irgendwas beeinflusst? Oder hat Bleach irgendwas beeinflusst, was heute noch immer wieder aufgegriffen wird? Bestimmt, bestimmt. Wenn ich drüber nachdenke, ist das bestimmt passiert. Aber würdet ihr sagen, Naruto und Bleach haben Klassikerstatus? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ist das eine allgemeine Definition, die man hier festmachen kann? Weil Bleach ist zum Beispiel super in der Versenkung untergegangen. Schon damals, als die Big Three ein Ding waren und als Naruto den krassen Hype hatte und One Piece, ist Bleach immer eher so nebendran gelaufen, und viele Leute haben es erst später auf dem Schirm gehabt. Das ist einfach ein Fact. Also vielleicht seid ihr noch zu jung, um das zu wissen. Viele, die gerade Manga lesen, sind erst 14, 15, und da haben Freunde von mir das Weekly gelesen, und ich habe zum Beispiel Naruto Weekly gelesen, aber das ist eine andere Geschichte. Haben Bleach und Naruto den Zahn der Zeit standgehalten? Und hat One Piece ihm vielleicht nur standgehalten, weil es einfach immer noch läuft? Das kann sich vielleicht auch erst in 20 Jahren zeigen. Aber spannend. Was habe ich hier noch liegen? Akira. Bei Akira müssen wir, denke ich, gar nicht diskutieren. Akira ist auch wieder eher als Animationsfilm bekannt, der aber, glaube ich, erst nur die ersten zwei Bände dieser Max Edition von dem Manga covert, und hat einfach nachweislich ein Genre geprägt. Animationstechnisch, viele Leute, wenn ich in meinen Comicladen gehe, da treffe ich immer so irgendwie 40, 50 Jahre alte Menschen, so Männer, die kommen rein und die sagen, hey, hast du Akira da? Und die wissen dann gar nicht, dass das ein Manga ist, weil die Leserichtung hier ja tatsächlich auch wie bei einem Comic ist. Du liest es ja von vorne nach hinten, so wurde es ja extra rausgegeben in Deutschland, und viele haben gar keinen Plan von Manga, gar keinen Plan von Anime und sagen dann, hey, Akira, hast du das da? Das würde ich mir gerne mal reinziehen, da habe ich damals den Film geschaut. Also Akira hat selbst Leute geprägt, die niemals mit diesem Medium in Berührung kommen würden, vor allem in der westlichen Welt. Und es hat, denke ich, auch dieses ganze postapokalyptische Zukunftssetting sehr stark beeinflusst und ist eigentlich eine Schande, wenn man es nicht gelesen hat, deswegen hole ich es ja auch gerade nach. Und für viele ist Akira einfach ein Begriff. Alleine der Name Akira, wenn du das hier, das ist für viele einfach ein Begriff, selbst wenn die gar keine Ahnung haben. Und das ist ja ein Werk, wenn du mal reinguckst, zeichnungstechnisch, viele würden sagen, das ist jetzt vielleicht heute outdated, aber ich sage, das hat dem Zahn der Zeit richtig standgehalten. Das ist immer noch so krass gezeichnet, das ist ein Meisterwerk, und das ist wirklich eine Sache, wo man sagen muss, das hat nachweislich ein ganzes Genre, nicht nur ein ganzes Genre, eine ganze Kunstform, nämlich Manga an sich, verändert. Also würdet ihr sagen, Akira ist ein Klassiker? Bestimmt. Die Verkaufszahlen sprechen für sich, die Langlebigkeit spricht für sich, das verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Ich denke, das ist eine Sache, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. So, aber gucken wir mal weiter. Das musste ich natürlich bringen. Vagabond. Ist Vagabond ein Klassiker? Ich glaube, es ist angefangen 1999. Ja, 1999 kam die erste Ausgabe raus. Das heißt, es ist jetzt 24 Jahre alt. Und bis heute ist sich eigentlich jeder einig, dass das einer der besten, was auch immer, Manga der Welt ist. Es ist immer noch so gut gezeichnet und es wird auch in 60 Jahren noch besser gezeichnet sein als die meisten anderen Manga. Vor allem als jeder New-Gen-Manga, der gerade droppt, als jeder, der seinerzeit gedroppt ist, als jeder, der vorher gedroppt ist. Takehiko Inoue hat sich hier übertroffen. Aber die Frage ist jetzt, mal davon abgesehen, dass Vagabond, wusstet ihr das, der Manga ist, der am meisten verkauft wurde auf der ganzen Welt und keine Anime-Adaption hat. Also der Manga ohne Anime-Adaption, der am meisten verkauft wurde. Crazy. Und jetzt ist aber die Frage, kann Vagabond ein Klassiker sein? Denn unsere offizielle Definition sagt ja, als allgemeingültig, in der Reinform akzeptiert, vereint und als formvollendet und harmonisch gilt. Ja,
Jetzt ist ja die Sache, Vagabond, wir wissen nicht, ob es hier beendet wird, wir hoffen es natürlich, aber es ist nicht formvollendet und es ist nicht harmonisch. Und was ist dann mit Berserk? Kann das überhaupt ein Klassiker sein? Weil es kann nie formvollendet und harmonisch vollendet werden, weil der Originalautor nicht mehr da ist. Es wird nur zum Ende gebracht, anhand seines Gedenkens, mit dem, was man weiß, aber es wird nie so formvollendet sein, wie Miura das wollte. Und jetzt schreib mal in die Kommentare, kann Vagabond für dich trotzdem ein Klassiker sein, obwohl es nie vollendet wurde? Weil das würde ja der offiziellen Definition widersprechen, oder nicht? Und das macht das Ganze wieder spannend. Gucken wir weiter. Ich habe mir noch Monster rausgelegt. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Für viele ist Urasawa auf jeden Fall ein Klassiker-Autor an sich, ne? Der Typ haut raus, der hat Manga nachweislich geprägt. Das ist wahrscheinlich der beste Mangaka überhaupt. Und für mich ist er das sogar. Einfach, weil er so viele Titel abgeschlossen hat, die alle gut sind und das einfach formvollendet ist für mich. Jetzt ist es aber so, würde man sagen, Monster ist ein Klassiker im Sinne von Sales? Was hat das alles so beeinflusst? Was, sag mal, drei Werke spontan, die heute rauskommen, die von Monster beeinflusst sind. Mir fallen nämlich gerade keine ein, aber ich bin auch nicht so in der New Gen drin. Und ich würde sagen, Monster ist für mich auf jeden Fall ein Klassiker, aber was sagt die Allgemeinheit dazu? Ist Monster der Urasawa-Klassiker oder ist es vielleicht Master Keaton oder ist es 20th Century Boys, ist es Billy Bat? Aber Billy Bat kann verkaufstechnisch gar nicht als Klassiker zählen, weil da sind wir ja wieder dabei, dass ein Klassiker voll viel outsellt haben muss und eigentlich auch jeder, den man kennen muss, der sagt, hey, ich kenne mich mit Manga gar nicht aus, aber wenn ich jemanden, der sich mit Manga gar nicht auskennt, selbst wenn ich Leuten, die nur Anime-Watcher sind, Monster inhalte, die werden mich angucken und teilweise einfach Fragezeichen über dem Kopf haben. Also kann Monster ein Klassiker sein? Spannende Frage mal hier in den Raum geworfen. So, drei Werke habe ich noch und dann kommen wir zur Conclusion. Fist of the North Star. Viele von euch werden jetzt sagen, safe ein Klassiker, zumindest die, die Ahnung haben. Die werden sagen, ey, das hat so viel inspiriert, das hat Naruto nachweislich inspiriert, allein wegen diesen ganzen Meridianpunkten und so, die beim Byakugan angewendet wurden. Das hat fast jeden schon inspiriert. Das hat JoJo's inspiriert. Guckt euch mal die ersten zwei, drei Parts JoJo's an. Das hier ist quasi JoJo's in gut gezeichnet. Also die ersten drei Parts. Dann hat Araki seinen eigenen Stil gefunden. Aber das hat einfach überhaupt, sogar Dragon Ball ist hiervon inspiriert teilweise. Das ist eine richtig, richtig legendäre Sache. Trotzdem ist es so unterm Radar, dass ich davon ausgehe, dass sich diese Edition nicht gut verkaufen wird. Also, Klassiker oder nicht? Auf jeden Fall. Hat es den Zahn der Zeit standgehalten? Ja, aber kennt's jeder? Kennt jeder das? Ich würde sagen, das ist fast schon in der Ebene wie Akira. Leute, die Akira kennen, die sind likely Fist of the North Star zu kennen. Aber heutzutage könnte ein bisschen in der Versenkung untergehen. Also, was sagst du dazu? Und dann noch zwei Sachen. Lone Wolf and Cub. Lone Wolf and Cub hat nachweislich so viel geprägt. The Mandalorian, Kill Bill, The Last of Us, God of War. Das alles, dieses, ich habe ein Kind, bin ein strenger Vater, bringe das irgendwo hin, muss das eskortieren und es wirkt immer so, als wäre mir das Kind egal, ich will nur mein Ziel erreichen, aber ich tau dann irgendwann auf. Das alles, dieses Genre, hat dieser Manga erfunden. Und das macht ihn doch nachweislich schon wieder zum Klassiker. Vagabond hat sich nachweislich im Genre und zeichenstilmäßig sehr krass an Lone Wolf and Cub inspiriert. Und jetzt ist natürlich auch die Sache, wir haben hier Panel, die so krass gezeichnet sind, das ist einfach Kunst. Aber heutzutage ist das voll unterm Radar. Dennoch, dadurch, dass es natürlich so einen Einfluss hat und so viele Werke, die heutzutage nicht unterm Radar sind, beeinflusst hat, ist es einfach ein Klassiker, oder nicht? Und jetzt zu guter Letzt, den Boy muss ich noch reinnehmen, Jiro Taniguchi mit Der spazierende Mann. Einfach, weil es sein meistverkauftes Werk im Westen ist. Wahrscheinlich ist es nicht mal sein bestes Werk, aber es ist das, wofür man ihn kennt. Wieder die gleiche Geschichte wie bei Lone Wolf and Cub, Akira, Fist of the North Star. Ihr geht in den Comicladen, ihr fragt nach Jiro Taniguchi, das wird euch empfohlen werden. Das fühlen alte Leute. Taniguchi ist damit der lange Zeit bekannteste Mangaka im Westen gewesen, hat viel für das Medium Manga also an sich auch getan und hiermit natürlich ein Ding erschaffen, das ganz andere Leser anspricht als die typischen, die man damals vielleicht als Kinder-Manga-Leser kannte, sondern das straight für Erwachsene ist. So, und jetzt zur Conclusion. Was haben all diese Werke gemeinsam? Und damit vielleicht Daniel Alchingers und deine Frage zu beantworten, ab wann ist ein Manga ein Klassiker? Für mich persönlich gibt es Dinge aus der offiziellen Definition, die müssen auf jeden Fall zutreffen und Dinge, die sind nicht so wichtig. Jetzt habe ich mein Licht aus Versehen angemacht. Kennt ihr das, wenn ihr im Zug oder in der Bahn aus Versehen euer Licht anmacht und dann denken Leute, ihr wolltet sie fotografieren, dabei habt ihr nur aus Versehen euer Licht angemacht? Peinlich as fuck. So, wir haben die Langlebigkeit. Die ist für mich super wichtig. Ein Werk, das rauskommt, muss zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, genauso gut funktionieren wie 30 Jahre später. Und ich finde, jeder Manga, den ich euch gezeigt habe, tut das für mich. Den ich euch hier heute gezeigt habe, der funktioniert für mich genauso wie zu Release. Der wird auch in 20 Jahren noch funktionieren, weil das Besondere bei einem Manga ist, Mangaka damals und heute haben mehr oder weniger die gleichen Voraussetzungen. Klar, man kann inzwischen digital zeichnen, aber alle haben nur einen Stift und ein Papier zur Verfügung. Und das heißt, es ist nicht wie bei Musik oder bei Videospielen oder bei Filmen, wo inzwischen die Technik besser ist, sondern jeder hier hatte die gleiche Voraussetzung, ob jetzt vor 30 Jahren oder heute. Und das macht es bei Manga sehr, sehr spannend. Und diese Manga, würde ich sagen, haben alle den Zahn der Zeit auf jeden Fall überlebt. So,
Wie geht's weiter? Sind die Charaktere hier alle instant recognizable? Können wir die alle sofort erkennen? Sehen wir Musashi und wissen Vagabond? Ich denke, die Allgemeinheit nicht, aber die Manga-Welt schon. Und es wurde natürlich hier nachträglich ein Einfluss geliefert. Und was all diese Werke auch gemacht haben, sie haben irgendwas zuerst gemacht. Nur bei Monster bin ich mir da nicht ganz sicher, ob Monster überhaupt irgendein Element hat, das es so zuerst gemacht hat. Für viele hat Monster zum Beispiel den besten Antagonisten, der jemals gemacht wurde. Aber hat es wirklich was erfunden? Ich finde, viele andere dieser Werke haben tatsächlich irgendwas erfunden. Akira hat was erfunden, Dragon Ball definitiv, diese ganze Transformationssache im Shonen-Bereich mega krass geprägt. Neon Genesis Evangelion habe ich schon erklärt, alle waren in irgendeinem Bereich Vorreiter. Vagabond ist für viele einfach immer noch der beste Manga der Welt, auch wenn er nicht abgeschlossen ist. Das ist das Go-To. Also, die waren alle in irgendwas Vorreiter. Und jetzt ist halt die Sache, das muss für mich ein Klassiker erfüllen. Das heißt, wenn du jetzt einen neuen Manga liest, kannst du dir vorstellen, dass der in 20 Jahren dafür gesorgt hat, dass andere sich denken, wenn sie ihren Manga zeichnen, boah, da muss ich jetzt aber an Manga XY denken, der mir damals das und das Gefühl gegeben hat und das will ich transportieren. Das muss ein Klassiker für mich können. Dann wiederum, mir persönlich ist die Popularität, die natürlich auch für einen Klassiker eigentlich objektiv wichtig ist, und die Sales, die sind mir nicht so wichtig, weil es gibt Sachen, die sind halt nicht so populär und da würde ich trotzdem sagen, das sind auf jeden Fall Klassiker, die viel fürs Genre getan haben. Lone Wolf and Cub kennt heute keiner mehr. Ist das jetzt deswegen kein Klassiker? Und deswegen, Verkaufszahlen sind für mich nicht so wichtig, sondern das Wichtigste für mich, das Allerwichtigste, wenn ich ein einziges Kriterium für einen Manga als Klassiker irgendwie aufstellen müsste, nur ein einziges, es muss dem Zahn der Zeit standhalten. In dem Moment, wo es rauskommt, muss es genauso gut sein wie in 30 Jahren und darf nicht von anderen Werken so outclassed werden, dass man sagt, das muss ich doch nicht mehr lesen, ich hab's ja schon hier in besser. So, das ist der Punkt. Das darf nicht passieren. Das ist für mich die eine Kriterie. Und wenn wir uns jetzt bei heutigen New-Gen-Mangas fragen, hey, wo werden die in 30 Jahren stehen? Super interessant. Glaubt ihr, in 30 Jahren ist Chainsaw Man ein Klassiker? Ich kann es mir schon vorstellen. Aber glaubt ihr, JJK oder Hell's Paradise werden in 30 Jahren Klassiker sein? Das glaube ich zum Beispiel nicht. Aber das ist super subjektiv. Wie siehst du das auf ein Kriterium runtergebrochen? Schreib mir doch super gerne in die Kommentare, was deiner Meinung nach Titel sind, die heute rausgekommen sind oder die jetzt in der New-Gen sind und die in 30 Jahren Klassiker sein werden. Und was vielleicht Titel sind, die du hier gesehen hast, wo du sagen würdest, das sind keine Klassiker, weil die haben XY nicht erfüllt, das nicht, die haben eigentlich den Zahn der Zeit gar nicht stattgehalten, die haben sich so schlecht verkauft, die kennt kein Mensch. Auch ganz spannend, lass dem Video gerne eine positive Bewertung da. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest irgendwas mitnehmen und vielleicht deine Sicht auf, was ist ein Klassiker, irgendwie anpassen oder vielleicht nochmal revidieren oder ändern oder vielleicht haben wir schon 1:1 übereingestimmt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Mach es wie die Leute hier, die mit 4,90 € monatlich den Kanal unterstützen und dafür Videos wie dieses 24 Stunden eher kriegen und extra einmal monatlich ein Video, beispielsweise zu meiner Comic-Sammlung oder ähnlichem. Wir sehen uns, ciao!